Wer ist der Nächste? Ich hätte gerne so ein kleines... Haben Sie Spielzeug für mein Enkelkind zu Weihnachten? Und was darf es da sein? Es muss ein bisschen was... Wie alt ist denn das Kind? Ungefähr so. Ein Jungfräulchen. Tja. Na, Sie werden doch nur wissen, ob Ihr Enkelkind ein Junge oder ein Mädchen ist. Wieso? Wie heißt denn das Kleine? Hoppenstedt. Wie heißt euer Hoppenstedt? Und mit Vornamen? Dicky. Dicky Hoppenstedt. Und es ist ein Mädchen? Nee. Also ein Junge? Nee. Was denn nun? So genau kann ich das nicht sagen. Wie ist es denn angezogen? Hosen. Blaue Hosen. Aber vielleicht haben Sie es ja auch mal ohne Höschen gesehen. Nein, wozu denn? Sagen Sie mal, was für ein Laden ist denn? Ich habe den Herrn nur gefragt, ob sein Enkelkind ein Junge oder ein Mädchen ist. Wenn Ihr Enkelkind ein Zipfelchen hat, wissen wir... Zipfelchen? Mein Gott, dann hat es eben kein Zipfelchen. Mein Enkelkind hat alles, was es braucht. Gesunde Eltern, ein anständiges Zuhause und Zucht und Ordnung. Was ist das für anständige Kinder oder nicht? Hier haben wir ein neuartiges Spiel für Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 10 Jahren. Das wird sehr gern genommen. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Da haben die Kinder viel Spaß dran und die Eltern. Es ist wirklich etwas für die ganze Familie. Hier ist die Spielanleitung und das sind die einzelnen Teile, die zusammengesetzt werden. Die Brennkammer, Oranstern, Kühlsystem, Neutronenbeschleuniger und die Sicherheitskuppel. Und was ist das? Das sind Bäume, Häuser und Kühe für die Landschaft drumherum. Alles wunderhübsch gearbeitet. Kann das auch richtig explodieren? Ja, wenn man einen Fehler macht, gibt es auch eine kleine Explosion. Natürlich nicht richtig, es ist ja für Kinder. Aber es macht Puff und die Kühe fallen um und die kleinen Häuser und Bäume. Da ist dann immer ein großes Hallo und viel Spaß. Möchten Sie es mitnehmen? Jawohl. 64,50. Sie bekommen es original verpackt. Nehmen Sie auch Spielgeld? Nein. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest und viel Freude an dem schönen Spiel. Früher war mir Lametta. Dann sagt Dicky sein Gedicht auf, dann machen wir ein bisschen Ordnung, dabei können wir gern Fernsehen und dann machen wir uns das so richtig gemütlich. Oder wir sehen uns zuerst das Weihnachtsprogramm im Dritten an, packen dabei die Geschenke aus und machen es uns dann gemütlich. Dicky, ab in dein Zimmer, sonst wird der Weihnachtsmann noch böse. Der Baum bleibt grün, naturgrün. Ist das nicht gemütlich bei uns? Opi,
hilf mir mal, wir holen die Geschenke rein und Vati knipst das Licht vom Baum an. Ja, doch! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Was? Fröhliche Weihnachten, Opa! Dicky, wo bleibst du denn? Fröhliche Weihnachten, mein Schatz! Sie, sei mal nicht so. Fröhliche Weihnachten! So! So, Dicky möchte uns ein Gedicht aussagen. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Nicht das! So, jetzt wird ausgepackt! So! Oh! Was magst du hier wohl drin sein? Yeah.
Dicky aus. Ah, das weiß ich. Oh, schau mal, Dicky. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Das sind Häuser und Bäume und Kühe. Mensch, und die wollen ein Atomkraftwerk haben. Das bauen wir hier hin. So. Das könnte auch jeden Tag Weihnachten sein. Mit Brennstoffkapsel und Neutronenbeschleuniger. Mensch, Dicky! Werf doch nicht die Kuh um! So, jetzt nur noch den Uranstab in die Brennkammer und fertig! Ach, darf Mutti denn auch mal gucken, was ihr da so Schönes macht, Jungs? Und wenn wir jetzt einen Fehler gemacht haben, dann macht es Puff. Wie Puff, Walter? Ja, ach Gott, es macht halt Puff! Oh, aber es macht nicht Puff! Puff, Walter. Puff. Puff. Oh, Puff. Es hat Puff gemacht! Entzückend! Diggi, wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören. Du gehst ins Bett und wir machen uns das so gemütlich.